Hallo und herzlich willkommen zu Lego Insel. Heute wollen wir ganz schnell die Aufgaben erledigen, die wir schon gemacht haben. Und tada! So, und jetzt in normaler Geschwindigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuer auf der Lego Insel. Heute wollen wir die restlichen Aufgaben der Insel erledigen und das im Schnelldurchgang. Der Grund ganz simpel. Ja, es sind dieselben Aufgaben, die wir schon mal gemacht haben. Und die muss man halt nochmal machen für die 100%. Deswegen hier alle Aufgaben nochmal in einem Part. Von allen Leuten. Außer die Pizza-Missionen, die lasse ich weg. Weil die mindestens etwas individueller sind. Und ja, die machen wir einfach im nächsten Part. So, aber damit das hier so langweilig wird, habe ich ein Thema vorbereitet, was wir heute reden. Und bitte fragt mich nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Es geht nämlich um Beleidigungen. Aber nein, ich will hier den Kindern heutzutage keine neuen Beleidigungen beibringen, keine Sorge. Schon zum einen, weil die mittlerweile mehr kennen als ich. Sondern über bereits bekannte Beleidigungen sprechen. Und ja, gibt es auch ein paar wenn man flucht halt und etc. Also kann alles dabei sein. So, fangen wir auf dem ersten Teil meiner Liste an. Und zwar sogar meine Lieblingsbeleidigung, Idiot. Denn man benutzt die Beleidigung meistens in einem falschen Kontext. Viele wissen ja nicht, was Idiot... Oder allgemein, viele wissen gar nicht, was sie sagen, wenn sie einen beleidigen. Das ist ja sowieso das Nervigste. Aber, Idiot. Normalerweise beleidigt man jemanden, der einem, ja, auf die Nerven geht so. Doch ein Idiot war ein, ja, ich sag mal, etwas normalerer Begriff, keine direkte Beleidigung, für einen Menschen, der sich politisch in die Politik einsteigen könnte, theoretisch, aber es nicht getan hat. Also jemand, der, ja, wie soll ich sagen, Bundeskanzler beispielsweise werden könnte, hätte er die Qualifikation etc. etc., aber es nicht machen will, was wegen was weiß ich welchen Gründen. Aber nicht hier in Deutschland war das als Begriff so, sondern im alten Griechenland. So, das nächste. Aschenloch. Aschenloch, du kennst, gell? Wenn alles verbrannt ist und ein Loch ist, gell? Ja, jedenfalls ist ja nicht besonders die hygienischste Stelle des Körpers. Doch das Interessante ist ja, man beleidigt ja einen als ein Loch. Und ja, ein Loch ist ja nix. Also Loch ist nix. Man kann nicht jemanden als ein Loch beleidigen, wenn da... Weil Loch ist nix. Loch ist ein Loch. Also eigentlich, wenn einer dich so beleidigt, beleidigt er dich eigentlich so im Sinne von, ich Chef, du nix. Darüber, ja, macht man sich auch selten Gedanken. Man denkt sofort an, ja, an den menschlichen Teil und nicht an nix. Naja, gut. Machen wir mit dem nächsten weiter. Was habe ich hier sonst noch? Bulle. Bulle benutzt man ganz alltäglich. Jedenfalls in Filmen. In fast jedem Hollywood-Film eigentlich. Als Beleidigung für Polizisten. Beziehungsweise als normaler Begriff, was schon im Film ist. Jedenfalls der Ursprung von Bulle. Es ist, wird ja heutzutage als beleidigende Art, abwertende Art gesagt. Aber eigentlich wird im ursprünglichen Sinne ist es eine ein Kompliment. Denn im übersetzt sozusagen heißt es kluger Mensch. Oh, habe ich da einmal hingeschrieben. Ah, genau, das ist eine Interpretation davon. Also Bulle heißt im Grunde kluger Mensch. Gab noch eine Bedeutung dafür, die war aber nicht so interessant, deswegen habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Es gibt ja sogar alljährig den Bullenorden, ganz offiziell. Also man sieht, man benutzt es nicht nur als Beleidigung. Trotzdem, heutzutage jeder denkt, es ist ein schlechtes Wort. So, übrigens, schöne Musik im Hintergrund. So, weiter, was haben wir sonst noch? Der Bauer. Bauer kennt ja jeder, der Typ, der auf dem Feld arbeitet. Ist klar. Doch heutzutage... Ja, ich dachte schon, irgendwas stimmt nicht. Heutzutage wird Bauer eher abwertend zu Leuten gesagt. Meistens einfach so, wenn einer einmal einfach auf den Keks geht. Im normalen Rahmen, sage ich jetzt mal. Dann nennt man ihn einfach Bauer. Jedenfalls
habe ich ja schon oft genug gehört und ab und zu natürlich auch verwendet, weil es ja einer noch der höflichen Beleidigungen ist. Aber im ursprünglichen Sinne beleidigt man eigentlich jemanden als Bauer, der schlechte Manieren hat. Aber das kann ich verstehen, weil im ursprünglichen Sinne, zum Beispiel im Mittelalter, wenn da so ein Bauer, jetzt wirklich ein Bauer, am Tisch saß und gegessen hat neben dem König, dann selbstverständlich hat er schlechtere Manieren als der Typ. Warum denn auch nicht? Ich meine, was muss ein Bauer so schick mit Gabel, Messer etc. essen? So, und wir sind mit der ersten Person schon fertig, wie ich sehe. Cool. So, was habe ich sonst noch hier? Honk! Honk, honk, honk. Das höre ich sehr oft. Bei Domtendo höre ich das sehr oft. Er benutzt es richtig oft als Beleidigung. Was es im ursprünglichen Sinne heißt, habe ich leider nicht herausgefunden. Ich habe aber herausgefunden, wo es herkommt. Und zwar hat man es höchstwahrscheinlich zu Hauptschülern in Berlin gesagt. Also die Berliner haben, klar, zu den Hauptschülern sie einfach mal Honk genannt. Wahrscheinlich eine abwertende Bezeichnung für die, weil Hauptschüler ist klar. Hauptschüler, Realschule, Gymnasium, ne, muss ich nicht erklären. Auch wenn das Vorurteil eigentlich gar nicht stimmt, wie ich finde. Jedenfalls hat man die einfach mal Honk genannt. Und warum, wieso, weshalb? Jedenfalls nach meiner Quelle, keine Ahnung. Einfach mal so. So ein Mist, finde ich. Okay, machen wir weiter. Eine sehr bekannte Beleidigung. Hustensohn. Ja, ich muss sie hier ein bisschen zensieren, natürlich nicht, dass hier FSK kommt. Hier, Hustensohn. Eigentlich beleidigst du damit die Person an sich ja eigentlich nicht. Du beleidigst ja nur deine Eltern. Beziehungsweise in diesem Fall meistens ja die Mutter. Aber einen selber beleidigt es einen ja nicht. Auch wenn Beleidigungen an die Mutter ja eigentlich ja fast schon schlimmer sind als Beleidigungen an sich selbst. Man verteidigt ja auch die Mutter und ja, findet halt man nicht so toll, wenn die Mutter beleidigt wird. So, und da kommt unser erster, sagt man Fluch eigentlich? Weiß ich nicht. Und zwar, sag ich ganz offen, beziehungsweise nicht ganz offen, ein Synonym. Ein Synonym für Exkremente. Kennt jeder, gell? Ja, genau. Dies benutzt man ja auch, wenn man sich über irgendwas ärgert. Die Frage ist, warum, wenn du dich über irgendwas ärgerst, warum denkst du dann an Exkremente? Ich meine ja wirklich, ich benutze es ja selber, sogar in meinen Let's Plays ab und zu, rutscht mir ab und zu raus. Ich versuche ja meinen Let's Plays ja sehr kinderfreundlich zu halten. Weil, ne, schauen ja auch Jüngere zu, nicht nur Ältere. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen, ja, komisch, dass man als allererstes das Wort benutzt, was eigentlich nichts damit zu tun hat. Sofort an, na, ob seinen eigenen Mann dran denkt, bin ich mir nicht sicher. Aber egal, ob man an seine oder andere denkt. Warum denkt man dran? Macht ja keinen Sinn. So, das nächste. Flick dich! Ist ja klar, wenn du verletzt bist, musst du geflickt werden, klar. So, jedenfalls. Das sagt man ja auch zu Leuten, die einen, ja, auf den Sack gehen. Auf den Sack gehen ist auch so ein Sprichwort, gell? Warum geht einer auf den Sack? Das müsste ich nachsehen. Das mache ich vielleicht gleich noch. Warum sagt man, der Typ geht mir auf den Sack? Ich meine, keiner schleppt heutzutage einen Sack mit sich rum und der Typ tretet drauf. Naja, gut, aber da informiere ich mich noch gleich darüber, vielleicht finde ich was, vielleicht auch nicht, mal sehen. So, jedenfalls waren wir bei Flick dich. So, sagt man ja zu Leuten, die, ja, da haben wir schon wieder, einem auf den Sack gehen. So, aber warum, wenn du dich über die Person ärgerst, denkst du als allererstes an seine Sexualbedürfnisse? Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Der Typ geht dir auf die Nerven, warum kümmerst du dich um ihn? Sowas von sinnlos. Die Beleidigungen heutzutage, mein Gott, machen ja gar keinen Sinn mehr. So, was haben wir denn sonst noch hier? Trottel. Trottel, ja, benutzt man heutzutage, denke ich, gar nicht mehr so oft, oder? Benutzt ihr noch die Beleidigung Trottel? Ich selten,
auch sehr selten, muss ich sagen. Ich denke ein, zwei Mal im Jahr oder so. Schreib's mir nicht auf, tut mir leid. Jedenfalls, der Ursprung davon kommt, beziehungsweise, was heißt das mal, Trottel? Trottel sagt man ja zu Leuten, die eher tollpatschig sind. Was ist wieder tollpatschig für ein Wort? Ich meine, tollpatschig ist ja genauso wie Tollwut. Warum ist die Wut so toll? Macht ja null Sinn. Aber okay, darüber wollten wir nicht reden. Trottel, so Ursprung wahrscheinlich vom Pferd. Sagt man ja zu Pferden, wie ich vor kurzem gelesen habe, dass sie trotteln. Ist wahrscheinlich eine Gangart von denen. Bin mir aber nicht sicher. Kann man mich korrigieren? Jedenfalls, ui, schöne Musik. Ja, warum vergleicht man jemanden, der tollpatschig bzw. etwas ungeschickt ist, mit der Gangart eines Pferds? Und ich weiß noch nicht mal, ob die Gangart vom Pferd eigentlich so negativ aussieht. Sieht Trotteln schlecht aus bei einem Pferd? Ich weiß es jetzt nicht. Wie gesagt, ich kenne die Gangart nicht, ich kenne mich ja bei Pferden aus. Aber wenn das so ist, warum mit einem Pferd? Es gibt so viele Tiere auf dieser Welt, mit denen man vergleichen kann. Sogar noch tollpatschigere Tiere. Warum vergleicht man jemanden, der tollpatschig ist, mit einem Pferd? Null Sinn mal wieder. Genau. So. Und, oh. Nicht mal die Hälfte um und bin schon mal beim letzten Punkt. So ein Mist. Das ging ja viel schneller, als ich dachte. Na gut, was haben wir hier? Ja, ist keine Beleidigung, ist auch kein richtiges Fluchen. Und zwar geht es um Was zur Hölle. Das sagen viele Leute, besonders bei Let's Playern ist mir das aufgefallen. Die sagen das sehr oft, Was zur Hölle. Aber das kann man ja noch ungefähr verstehen. Wenn einer zum Beispiel, ja, ihm irgendwas aufregt, oder irgendwas negativ überrascht, dann kann man ja sagen, was zur Hölle, weil Hölle ist ja negativ. Ist klar, ne? So. Das kann man noch verstehen, ja. Aber die Erweiterung, was zur Hölle in Gottes Namen? Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Religionen angreifen oder so. Aber was ist denn das für ein Satz? Was zur Hölle in Gottes Namen? Ich meine, Hölle ist unten, Gott ist da oben. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Wie soll man da dann... Ja, wie bringt man die zwei Sachen denn bitte in Verbindung? Ich habe so eine Theorie. Also gefunden habe ich wieder mal nichts. Muss auch sagen, ich habe mich nicht gut durchgeguckt ins Internet. Und zwar, vielleicht ist ja etwas... Vielleicht hast du etwas so Schlechtes getan, jetzt, wenn man aufs sanft noch umgehen will mit dem Satz, beziehe ich es jetzt auf Games, wenn man jetzt im Game irgendwo nicht weiterkommt, weil irgendwas schwierig ist, und man das sagt, dann kommt etwas aus der Hölle, weil die Hölle ja einen immer bestraft, egal was man macht, und du etwas wirklich so Negatives gemacht hast, dass sogar die Hölle Gottes Unterstützung dafür hat, damit du deine gerechte Strafe bekommst. So meine eigene erfundene Theorie. Muss nicht stimmen, beziehungsweise stimmt garantiert nicht. Ist total einfach nur erfunden, ausgedacht. Wie gesagt, ich will niemanden angreifen, also keiner muss jetzt kommen mit stimmt nicht, was erzählst du da oder so. Ist eine eigene Erfindung. Wie gesagt, muss nicht stimmen. So, und ja, wir haben fast die Hälfte des Parts geschafft und wir haben alles von meiner Liste abgemacht, durchgemacht. Da muss ich mir noch ein Thema suchen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder mit neuen Themen aus der Welt. Und zwar ist mir kein neues Thema eingefallen. Deswegen suche ich einfach mal ein paar neue Themen. Und zwar ist mir eingefallen ein Bericht, den es im Dezember gab, 2012. Und zwar damals war ja die Wii U ganz neu. Wissen ja die meisten. Kam ja am 30.11. raus, soweit ich weiß. Da habe ich mir auch die Wii-Controller gekauft, die Wii. Und wie gesagt, im Dezember wurden ganze 7000 Wii-Us. Das sind
ungefähr über 2,1 Millionen US-Dollar wert, die Dinger. Die wurden einfach mal aus einer Lagerhalle geklaut. Einfach mal so. Genial. Einfach mal 7000 Konsolen. Das ist schon nicht leicht, sowas mitzunehmen. Anscheinend lag es am schlechten Wetter, wie es aussieht. Deswegen haben die Diebe es so leicht gehabt, die Konsolen mitgehen zu lassen. Das hat man erst am nächsten Tag bemerkt. Nach meiner Quelle, wie es aussieht, haben sie bis heute sie nicht gefunden. Vielleicht sind sie auch ewig verschwunden geblieben. War ja wie gesagt das Weihnachtsgeschäft, da konnte man die Wii U-Konsolen auch schnell verkaufen. Aber okay. Was haben wir noch? Blablabla. Und kurz davor, also ein paar Wochen, wurde sogar eine ganze LKW-Ladung Assassin's Creed 3 Spiele entwendet. Also da wollte jemand richtig Kohle machen. Beziehungsweise hat es geschafft, wie es aussieht. Auch cool. So, das ist mir nur typisch. Und noch eine Geschichte, die mir jetzt spontan einfällt. Wie war das? Ganz kurz. Also, ein Typ, ein Sträfling im Gefängnis. Ganz normal sieht seine Strafe ab. Haben wir bald Musik? Genau. Sieht seine Strafe ab, ganz normal, etc. etc. Und natürlich der Traum von jedem Verbrecher, aus dem Gefängnis flüchten. So, und dieser Typ, ich weiß leider nicht mehr in welchem Gefängnis, wie gesagt, ist völlig frei aus dem Kopf jetzt. Der Typ hat es geschafft, aus dem Gefängnis zu flüchten, indem er sich im Wäschewagen versteckt hat. Das Problem jetzt kommt, der Wäschewagen ging direkt in ein anderes Gefängnis. Also er hat es tatsächlich geschafft zu entkommen und ist dann in einem zweiten Gefängnis wieder gelandet. Wahrscheinlich wurde er dann wieder zurückgebracht ins erste Gefängnis, wo er herkam. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, aber trotzdem witzig. Endlich mal so ein Ausflugsversuch hat geklappt und dann, einfach mal wieder eingesperrt worden. So, aber jetzt wieder Geschichten, die ich mal wieder so lesen kann. Was haben wir denn hier? Man steckt bis zur Hüfte im Gulli fest. Das hört sich witzig an. Also, was haben wir hier? Ein 46-jähriger Mann. Der Typ steckte einfach mal, wie gesagt, in einem Gulli fest. Und der Typ hat keine Ahnung, wie er reingeraten ist. Er konnte sich auch selbst nicht befreien, da hat ihm die Feuerwehr geholfen. Wahrscheinlich ein bisschen betrunken. Leicht betrunken, da steht. Interessant, was man betrunken schon alles schafft. Also betrunken war ich noch nie, um ehrlich zu sein. Ich trinke gar nicht sehr viel Alkohol, eigentlich kaum. Sehr, sehr selten, 2-3 Mal im Jahr. Mehr nett, ich trinke nicht gerne. Beziehungsweise ich finde auch kaum was mir schmeckt. Und wenn, dann sind es nur so leichte, fruchtige Sachen. Aber okay, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Was haben wir sonst noch? Da haben wir schon wieder Bulle. Okay, was hat denn der Bulle gemacht? Bitte? Wer wiegt 800 Kilo? Der Typ oder... Hä? Also, der Typ... Oder die Kuh, einer von beiden, bringt stattliche 800 Kilo auf die Waage und befand sich mitten im Liebesakt mit einer Kuh. Also die mit, ich denke, das ist eine Kuh. Also der Typ war wieder betrunken, kann sein. Ne, wie es aussieht, nett. Also zwei Kühe haben einfach mal rumgemacht und die eine ist dann in der Güllegrube, also in der, reingefallen. Auch mal genial. Feuerwehr hat den rausgeholfen und alles ist Happy End mäßig. Tada. So, was haben wir sonst noch? Alkoholfahrt. Ey, so viel mit Alkohol. Da sieht man wieder. Liebe Kinder, kein Alkohol trinken. So, also was haben wir hier? Also ein Soldat, der einfach mal ein bisschen viel getrunken hat. Hat sich einfach mal ein Panzer aus dem Camp genommen. Und ist einfach mal zu den Bergen gefahren. So, nochmal witzig. Dann ist er mit dem Fahrzeug abgekommen, natürlich, ist ja klar, wie kann man auch betrunken gut fahren. Und hat ihn einfach mal da stehen lassen. Dann ist er zurückgegangen und hat sich einfach mal gedacht, nehme ich einen zweiten Panzer.
Genial. So, kurze Zeit danach wurde er festgenommen. Natürlich keine Schießerei oder so. Also keine Verletzten. Alles happy end-mäßig. So, Post schickt 39 Skorpione an Student. Wow. Kam aus Hongkong. Hey, wir hatten es doch schon mal im Galaxy Park. Über einen hongkongischen Zuschauer. Hallo. So. Also, Päckchen kam an. Und wie der Name schon sagt. Bitte? Die Skorpione waren nur 2 bis 3 Zentimeter lang. Ich dachte, die sind größer. Das ist ja sehr winzig. Na gut. Empfänger, polnischer Student. Was will der Pole schon wieder? Nein, ich habe nichts gegen Pole. Per Post zurückschicken lassen. Natürlich sind interessante Päckchen aus dem Südwesten. Blablabla. Ah, der Typ ist einfach, wie es aussieht. Also der ursprünglich die Skorpione erhalten sollte, wollte einfach mal seine Sammlung mit exotischen Tieren vergrößern. Okay. Das hat, ja, der Falsche halt bekommen. Interessant. So, was haben wir hier? Ne, langweilig. Ah, hier haben wir was Schönes. Ein wieder mal betrunkener Brite. Alter, alle trinken hier. So. Ist er auf den Flughafen gegangen? Und hat sein Erbe, wahrscheinlich viel, einfach mal an die Leute im Flughafen verteilt, an völlig Fremde. Er schenkte Schecks und Bargeld. Ah, und es war in Spanien, wie es aussieht. Ist es eigentlich erlaubt, Geld zu verschenken? In den USA ist, soweit ich weiß, verboten. Also einfach mal in der Öffentlichkeit natürlich, Geld an wildfremde Leute zu verschenken. Denke ich. Wie gesagt, bin mir nicht sicher. Weil, ne, ist klar. So, was haben wir sonst noch? Aha, okay. Also aufpassen, alle, die in Bonn leben. Jeder, der in Bonn lebt, bitte aufpassen. Dort treibt sich ein Schuhräuber sein Unwesen. 6-mal hat er schon den Leuten an Haltestellen einen Schuh geklaut. Also der Typ schubst die Leute immer weg und klaut einen Schuh. Alter, genial. Und da steht... Ne, der Typ ist immer noch... hier. Anonym. Hat man immer noch nicht gefunden. Cool. So, was haben wir sonst noch? Ein Typ, der... wie es aussieht, gegen Handys ist. Wahrscheinlich hat er Angst wegen den... Funkwellen. Sollen ja gefährlich sein. Mal sagt man, manche sagen es ungefährlich, etc. Und der Typ ist, wie es aussieht, gegen Handys. Und der hat einfach mal, weil ein neuer Funkmast gebaut werden sollte, 34 weitere Masten, die in der Nähe waren, einfach mal zerstört. Beziehungsweise beschädigt, ja. Und das, wie es aussieht, ist ordentlich, weil es waren Schäden von 24.000 Euro. War also schon viel, hat der Typ geschafft. Respekt. So viel Schaden schaffe ich nicht an einem Tag. So, Vater für... gut. Also, muss kurz lesen. Okay, das ist so eine typische Geschichte. Passiert ja oft. Man geht mit seinem Sohn. Vater und Sohn gehen einfach ins Geschäft. Verbringen einen Tag miteinander und gehen einkaufen. So, und der Typ, wie es aussieht, hat ein bisschen Stress. Und... ja, hat einfach mal sein Kind vergessen. Auch mal genial. Aber natürlich nur aus Versehen. Also nicht so einer, der sein Kind wirklich stehen gelassen hat. Ein ganz normaler Typ, der... ja. Einfach mal sein Kind vergessen hat. Aber ist nichts passiert. Passanten haben es bemerkt. Und haben die Polizei gerufen. Und alle happy endmäßig. Betrunkener! Wie viele Geschichten. Das sind zufällige Geschichten eigentlich hier raussuche, gell? Und ich find's genial, dass so viele betrunkene Geschichten hier sind. Was haben wir denn hier? Ach du Scheibe. Also, wenn man trinkt, wissen ja viele, dass man eine bestimmte Promillenanzahl dann hat. So 0,5, 1 Promille sind ja, soweit ich weiß, noch in Ordnung, ist man ein bisschen lustig drauf, etc. Ich hatte, denke ich, noch nicht so... Nee, auf keinen Fall hatte ich noch nie so viel. Ich kenne mich dann nicht so gut aus, wie gesagt, ich trinke dann sehr viel Alkohol. Jedenfalls,
ungefähr bei 3,5, beziehungsweise Ärzte sagen ab 4,0 Promille, ist man schon, ja, fast tot. So, und hier hatte ein Typ 7,6 Promille. 7,6. Und 4 soll tödlich sein. Also wie, und der Typ ist, was, 51, also schon ein bisschen alt. Also wie der das schafft, Respekt. Wahrscheinlich ein Russe. Wodka, Wodka, Putin, Gorbatschow. So, was haben wir sonst noch? So, bla bla bla, interessant. Hier, genau. Ich weiß nicht warum. Also, man kann ja vieles auf der Welt klauen. Fernseher, iPods, iPhones, was weiß ich, alles mögliche. So, aber wie man auf die Idee kommt, 180 Kampfsportmatten zu klauen, da muss ich schon fragen, was hast du geraucht? Weil sowas kommt ja nicht von alleine. Na gut, was die damit machen sollten, steht da nicht, aber die wurden jedenfalls gefasst. Und zum Glück, denn der Laden war nämlich kurz vorm Bankrott. Was? Nee, es sieht langweilig aus. Ah, das ist witzig, genau. Der polnische LKW-Fahrer. Die Polen mal wieder. Der Typ fuhr einfach mal los. Ganz normal mit seinem LKW. Fuhr er unter einer Brücke durch. Und dabei, jetzt kommt, wurde das Dach von seinem LKW abgerissen. Also er ist, wahrscheinlich war die Brücke zu tief, durfte da gar nicht reinfahren, ist da reingefahren und dabei wurde sein Dach, ja, einfach mal abgesägt. So, und angeblich will der Fahrer nichts von dem Unfall bemerkt haben und einfach weitergefahren sein. Also weitergefahren ist er. Aber er will nichts davon gewusst haben, dass er kein Dach mehr hatte. Alter! Also ich mache ja zurzeit meinen Führerschein. Ist jetzt nur Theorie. Aber wie abwesend muss man beim Fahren sein? Ich meine, selbst mit jahrelanger Erfahrung. Wie alt ist der? Steht da? Nein. Nee, leider nicht. Also man, nach jahrelanger Fahrerfahrung hat man ja schon das Fahren drauf und ja. Braucht man nicht mehr die Konzentration, die man jetzt als Fahranfänger braucht. Aber trotzdem, so unkonzentriert kann man doch gar nicht da sein. Also bitte. Ach man, oh, schon wieder was mit LKW, was haben wir denn diesmal? Ah, der Pole schon wieder, der klaut mal wieder. Und was klaut er denn? Wie gesagt, das sind keine themenbasierte Dinger. Das sind zufällig hier alles. Naja, nicht interessant. Ein Pole klaut einen LKW. 24 Jahre ist der Typ, wahrscheinlich eine Wette verloren oder so. Und jetzt kommt das Dämliche. Der Typ hat nicht mal eine Ahnung, wie man LKW fährt. Ja, ja, ja. Und was ist wohl passiert? Der paar Meter gefahren, schon stecken geblieben. Wow. Respekt. So. Was haben wir sonst noch? Studenten sind ja immer cool. Genau. Studenten sind ja ganz verrückte Leute. Sie sind, ja, älter als die Jugendlichen, aber immer noch zu jung für Erwachsene. Und bauen immer noch so viel Mist, was ich liebe. So, und da hat ein Typ, sieht aus wie nach ein paar Bier, Wodka und Whisky. War ein bisschen bekloppt. War auf einer Party, hat getrunken. Und ja, die Party war, geht halt irgendwann zu Ende, ist klar. Und der Typ sollte nach Hause gehen. Und er wollte nicht nach Hause, er wollte weiter feiern. Kein Bock auf zu Hause. Und was hat er dann einfach getan, um da zu bleiben? Ich meine, es gibt ja viele Ausreden. Sowas wie mein Haus wurde von einer Bombe getroffen. Oder ich habe gerade Insekten im Haus. Was gibt's sonst noch? Normales oder Unnormales? Ja, wahrscheinlich hat er keine Frau. Noch ein bisschen jung. Ja, fallen mir gerade sonst keine Ausreden ein. Jedenfalls. Was der gemacht hat, das ist der Witz. Er hat einfach seinen Schlüssel genommen, seinen Hausschlüssel, und hat ihn verschluckt. Das ist auch eine Möglichkeit,
auf einer Party zu bleiben. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Und, ja, am nächsten Morgen, der war ja wirklich sowas von betrunken. Am nächsten Morgen, natürlich hat man danach einen Filmriss, der hat sich überhaupt nicht mehr eingefunden, hatte keine Ahnung mehr von der Welt. Er wusste nicht mehr, was gestern abging und stellt euch vor, ihr wacht nach so einem, ihr habt zu viel getrunken und wacht so auf. Und dann, ja, ihr wisst wirklich gar nichts mehr und jemand erzählt euch, du hast den Schlüssel verschluckt, weil du nicht nach Hause wolltest. Da denkst du schon, Alter, wollt ihr mich verarschen? Aber, die haben es bewiesen. Sie haben ihn überredet, ins Krankenhaus zu gehen. Und dort hat man ihn mit Röntgen, was Röntgen? Wo steht das denn? Ja, Röntgen. Hat man ihn zu einer Röntgenaufnahme überredet und da hat man den Schlüssel ganz deutlich gesehen. Ich habe hier leider kein Bild, ich will es mir auch nicht unbedingt sehen. Beziehungsweise sind ja nur Röntgenaufnahmen. So, was haben wir sonst noch? Ah, das ist auch. Ja, ja, das ist klasse. Heutzutage steigen ja die Benzinpreise immer mehr. So. Genau. Und da ist man ja froh, wenn man einen billigen Preis für Benzin findet. So, und der Typ da, der ist genial. Der macht sich wahrscheinlich keine Sorgen darüber. Beziehungsweise sogar mehr Sorgen. Der Typ, 63, geht an eine Tankstelle, tankt seinen Wagen, so, bezahlt, auch ganz ehrlich, genau, und läuft dann nach Hause. Einfach so, läuft er nach Hause und sein Auto steht da rum. Wie schafft man denn sowas? Genial. Also manche Geschichten davon, schade, dass er nicht betrunken wäre, sonst wäre es noch wichtiger. So, und ich sehe, wir sind sogar, ja, fertig. Gut, deswegen verabschiede ich mich mal ganz schnell und im nächsten Part machen wir weiter mit den Pizza-Missionen. Also bis dann, ciao.